Hallo, herzlich willkommen. Das ist rassistisch, wenn du mich hier direkt bedrohst Mit Holzbogen und du siehst genauso aus wie ich, Bro. Yo, Bro, was ist los? Ha Bro. haben wir jetzt also auch einen Endpass oder das Endwortpass oder? Boah, ich weiß Ich nicht. weiß es nicht. Also, Nee, das ist glaube ich kulturell. Kelvin! Das ist glaube ich Wir kulturelle können ihn Aneignung. mobben. Ey, Bro. What's up, Bro? What's up, Bro? Oh Gott. Okay, direkt auf Oh ChatGPT, das Gott, tut mir ja, leid. direkt rein, Alter, der wird gleich wieder gecancelt. Moin Leute, hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ach, wir haben ja gar kein Hey. PUBG, ich kann ja ein bisschen ruhiger sein. Hier ist ja ein bisschen Oh ja. entspannteres Let's Play, ne? Oh, Genau. das ist Ich würde gut, ganz kurz eine Alter. Sprachnachricht machen. Bruder. Ja. Eine Sprachnachricht? Ich guck dir tief in die Augen. Bro. Hey, Bro. Bro. You good, Bro? Hey, Bro. Warte, ich krieg dir kurz ein bisschen in den Arsch, ne? Hey, Bro. Mein Hosenstall ist offen, Bro. Geht's dir gut, Bro? Ist da was? Du guckst so in die Richtung. Hast du wieder Hallos? Junge, Alter, wie kann man mich eigentlich so voll labern, während ich hier die Sprachnachricht mache? Meine ganze Sprachnachricht, ne? Die ist jetzt so im Arsch, wie der Typ flüstert mir ins Öhrchen. Keine Ahnung, ey. Kannst dich gar nicht mehr konzentrieren. Schön, ja. Nee, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Warte mal. Ah, Kacke. Ich schicke mal die Sprachnachricht an dich weiter. Warum denn an mich jetzt? Ja, dann kannst du mal deine eigene Schande anhören, weil du. Soll ich die jetzt abspielen oder was? Brauchst du nicht. Also, es ist nichts Besonderes. Ja, gut, dann nicht. Wo bist du? Ach da, ganz oben sogar, lol. Gut. Hey, warte mal. Hast du deine Zähne geputzt? Die sahen gerade sehr grün aus. Mach mal deinen Mund auf. Warte. Nein! Nee, so sehe ich den Mund nicht. Mach mal Komm mit, ich mach A. Sieht gut aus. es blendet sehr hell. Ja, egal. Da musst du mal Alter, mit deinem mein Arzt drüber reden, würde ich Fleischstück sagen. sah so eklig nasty aus. Blach. Blach. Blech. So richtig mit Pickel und. Blech. Ah, ich muss auch trinken. Naja, stimmt, wir haben ja wieder gepennt. Ah, das Standardritual immer wieder, wenn du neu anfängst, ne? Erstmal wieder Besser ein bisschen trinken. Pissfluss Wasser trinken. Krank Ja. werden. Übrigens, ne, habt ihr schon was getrunken heute? Nee? Stay Warum hydrated, Folks. kann ich da noch mit euch reden? Also, Wasser ist wichtig, ne? Nicht, dass ihr mal hier gleich umkippt, ne? Ach stimmt, wir hatten ja hier so ein. Digga, das ist wirklich wie auf der A1, ne? Rostfleisch, ja, Rostfleisch. Ja, So die stelle ich mir die Baustelle. Leute. Ja, genau. So stelle ich mir die Leute vor. Ach. Hä? War das nicht eben noch Rostfleisch? Warum habe ich jetzt gekocht das im Inventar? Naja, essen einfach, ne? So, was ist? Ja, Baustelle haben wir hier. Da sind wir stehen geblieben letztes Mal. Wir wollten nämlich hier so einen Torbogen machen, Alter. Das wird so eine richtig geile Festung, ich sehe es schon. Übel geil. Aber stell dir vor, Stefan wäre jetzt noch hier und könnte Bäume fällen, ha? Ja, Junge Stefan, was soll die Scheiße? Huh? Wie, es hat noch nicht geregnet? Nee. Aber es ist halt, wir hatten das ja auch gerade erst gebaut, also ist ja noch nicht so lange her gewesen, ne? Also für mich waren Ah. das Tage. Ja, für mich war es auch lange her, aber ich hätte eigentlich auch Bock, einfach öfter mal in Sons of Forest zu spielen. Aber naja, Zeit macht das halt nicht immer mit, ne? Hopp, Ja. bam! Junge, schön hier. Was hast du nun gebracht? Ach, ein So kleiner richtig Waschbär. so BAM! Ja, der ist halt bei mir vorbeigegangen. Währenddessen war ich gerade so mit gedrückt halten, weißt du, hier siehst du? So und bam! Und dann umgedreht und im Umdrehen, zack! Hinter dir sind zwei Diebe. Da hinten laufen die. Die haben was geklaut. Och. Da muss ich gleich nochmal ein Wörtchen mit denen reden, wa? Oh, warte mal. Stimmt, ich habe rohes Fleisch. Hast du gerade rohes Fleisch gegessen? Ich habe Nein. so ein Matschegeräusch gehört bei dir. Nur das war ein Waschbär. Hast du was? Hast du ein Was? Waschbär gegessen? Nee, ich habe den angeschlagen und jetzt habe ich ihn getötet. Oder eingetötet, das ist nicht derselbe. Aber irgendwie kommen aus der Richtung gerade vom See sehr viele. Ich glaube, die nisten unter unserer Brücke oder so, die kommen da irgendwie gerade her. Ja, mal for real, wo kommen die her? Mal ganz kurz HDR anmachen, ja? Ja, das ist wichtig. Oh mein Gott! Oh, Das ist ja wie in bam! echt. Vogel!
Vogel! Ich nehme mal da, Speer. Weißt du, diese, dass man diese Federn auch einfach nur bei sich selber sieht und dann gucken wir beide mal so, wir stechen rein und dann gucken wir so in die Luft und beim anderen sieht das so aus, als ob man einfach nur so oh, ist bei, da was. Wie bei LSD einfach so kurz so hoch gucken, so. Ja, genau. Adlerköpfe? Ach, das war ein Adler. Jo! Ja. Das, was ein ekliges Chicken! Digga. Ich brauche aber noch einen Adlerkopf. So. Waschbärkopf gesammelt? Was? Ich hatte noch keinen? Wo ist denn der, wo ist denn der Adlerkopf? Ist der auch noch hier? Ich hab Halus. Oh, oh mein! Madame in Anzug hat mich richtig erschrocken, Alter. Ja, die lächelte mich auf jeden Fall immer schön an. Nee, ich habe mich umgedreht, bin in die Richtung gelaufen, um weiterzubauen. Auf einmal steht die da. So, hi! Ich hab dir wieder ein totes Tier mitgebracht. Ich bin eine Hauskatze. So, wir hatten auf jeden Fall hier die Mauer weiter vorzubauen. Hier, ach stimmt, wir haben auch noch ein Steinlager mitten im Bauwerk hier. Ist ja eigentlich auch schlecht, oder? Ich meine, wir können hier unten an die Mauer ja auch so eine Steinlager ranmachen. Das würde ja schon auch passen und cool aussehen in so einem kleinen Überstand. Aber halt nicht während hier gebaut wird. Das ist, glaube ich, eher unpraktisch. Ich muss gucken, wie weit wir den Torbogen wegsetzen können. Weil die brauchen wir nicht. Doch, können. Scheiße. Wie willst du einen Torbogen? Doch, doch. Also, der muss weg. Also wir können ja die Brücke dementsprechend nochmal neu bauen. Weißt du? Ja. Damit das auch richtig reinpasst, dass wir halt den Torbogen machen und dann machen wir die Brücke da auch mit dran, dass das richtig schön gerastet ist. So, ich fange an mit Brückenbau. Okay, dann mache ich mal. Eben, dann hole ich mal Holz, wa? Wieso halbiere ich die? Warte mal, Axt ist. Ja, mach mal wieder deinen typischen 90% Gameplay. Ist auch ein bisschen lame, oder? Ich meine, die ganze Zeit nur Holz. Ja, wenn es dir Spaß macht. Ja, ist schon nice, ne? Habe ich noch Greg? Greg. Stimmt, wir wollten ja von außen da oh, hoch. Oh ja, ne? Ich habe noch Greg. Oh, lecker, 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 lecker. Schön. Was wollten wir von außen? Da hochkommen. Ach so, ja, ja, stimmt. Hier, pass mal auf, guck mal. Das ist unsere spontane Brücke nach oben. Nice. Aber wir haben doch da ein Seil, also du kannst da über das Seil auch hoch, ne? Das haben wir auch gemacht. Wo kommt das Seil her? Das hier. Ja, ja, wo kommt's her? Ja, das habe ich gemacht letztes Mal. Ja, geil! Ich wusste es nicht. Ja, Kelp! Ja, ich werde. Ja, ich glaube, ich mache dann wieder die Standard. Ja, Standardposition da hinten im Wald und dann lege ich alles ins Lager rein. Kommt das, so mache ich das. Jo, und ich mache Architektur. Schön mit Krecksuppe, Digga. Schön ein paar Finger wieder gesibbelt. Finger lutschen. Das ist ja fast sogar wie auf Twitch Ohr lutschen. Weil auf Twitch hast du, glaube ich, echt scheiße funktioniert, oder? Hast du nicht auf YouTube viel bessere Audioqualität und alles? Ich habe keine Ahnung. Ich habe kurz reingehört. Die Qualität hört sich echt gut an, aber es ist sehr unangenehm. Ja gut, das ist immer so, ne? Ja. Vorzüge ich schon, wenn da jemand vor mir sitzt und das macht. Aus anderen Beweggründen. Und nicht, weil ich mal Bock habe, auf Twitch zu gehen. So, jetzt mal Ohrlutschen, während ich esse. Oh boy! Jetzt auf Twitch Ohrlutschen. Perfekt. Ja, ich weiß Kacke. Nicht, so ASMR habe ich eh nie. Also, ich fühle das null. Ich finde es aber auch nicht mega eklig. Also, es ist halt irgendwie so. Ich finde tatsächlich, du musst mal ganz kurz herkommen. Wenn du herkommst, kann ich mal erzählen. Ich finde ASMR so im Sinne von. Keine Ahnung, wenn die irgendwie diese Sandberge da zerschneiden mit dem Messer, die finde ich ganz geil. Ja, das ist, also das ist ja nicht ASMR, das sind ja so Satisfying-Videos, die ein bisschen mit ASMR, also ich würde das eher auf Satisfying so kombinieren. Ja gut, aber das ist die Art von ASMR, die ich feier, sag ich mal. Die Sand zerschneiden, ich liebe dieses Geräusch, aber alles andere ist eher weniger. Ja. Guck mal, eigentlich sollte das so aussehen alles, siehst du das? Aber du willst ja wahrscheinlich so eine richtig feste Mauer haben, oder? Ja, ich würde nach hinten hin eine Mauer wäre nicht schon geiler, oder? Also jetzt, nach hinten könnten wir organisieren. Ne, also dass du hier zwischen den Balken immer so eine Mauer hast, ne? Hier hinten ist eine Mauer und dann hast du hier halt, wenn nötig, halt noch so einen Querbalken, aber dann können wir hier drunter ja dann so irgendwie Lager machen oder so. Dann sind die auch oben ein bisschen geschützt, ne? Macht ja auch Sinn, dass das so ein bisschen wettergeschützt ist, aber wir haben halt wirklich eine Mauer. Da. Im Grunde eine Wand, also die Wand wird wahrscheinlich genauso sein wie vom Haus halt, ne? Mit diesen queren Stämmen. Oh, scheiße. Was ist denn da passiert? Architektur.
Jetzt habe ich ihn, glaube ich, zu früh rausgerissen. Ich muss mal ganz kurz. Du machst das schon. Ne, ich mach das schon. Chill einfach. Echt chill, ja. Hol dich jetzt. Ach, mach mal halblang. Oh. Ich habe jetzt ein Video-Thumbnail oder ein Video vorgeschlagen bekommen, habe ich aber nicht geguckt. Wo es darum geht, dass der Titel sagte so Sons of the Forest Probleme. Und der sagte, ja, eigentlich ist es total unnötig, eine Base zu bauen. Du kannst einfach so, also es macht gar keinen Sinn, eine Base zu bauen. Und, ich dachte so, ja, okay, das ist wahrscheinlich true, weil so. Ey, da das gleiche bei Minecraft und Terraria gesagt, komm, leck mich, das ist kein Argument. Ja. Na, es ist halt Survival-Game, so, nee, du brauchst keine Base bauen, aber wenn du keine Base baust, warum spielst du dieses Spiel dann so? Ne? Also, da hat's halt Trick ihm gegeben. Also for real, wer spielt dieses Spiel, weil er unbedingt dieses vermisste Paar finden möchte und dann ist gut. Hä? Wen juckt das? Hallo, Virginia? Was mit Virginia? Die hat gerade an unseren Baum was abgeholt. Abgeholt? Beziehungsweise so, als ob sie da was. Das ist aber noch nicht reif. Unsere Guave, sie hat sich an der Guave. Hat sie es reif gemacht? Nö. Die ein bisschen so. Ach, oh, hier, ein bisschen Blättchen anfassen. Oh. Ja, das war's. Bisschen Junge, Blättchen anfassen. Junge, Cedric, Alter. Ach ja, und ich muss nochmal eben hier das Spiel wechseln, Digga. Na klar. Schon 11 Minuten im falschen Spiel. Ja, sehe ja doch. Wir sind die Söhne deiner Mutter, Digga. So. Let's go. Also einfach nur die hintere Reihe komplett zu, oder was? Außer halt bei der Brücke? Ja, weil dann hast du halt eine. Ja, genau. Und da ist eine Brücke, ist der Eingang. Ein offener Eingang halt auch, ne? Keine Tür oder so. Ich würde einfach offen machen. So nach 1, 2 nach oben hin, weißt du? Ja, das kriege ich schon. Oder einen 2x2 Eingang. Ich würde den sogar. Ja, 2x2 oder 2x. Nee. Also du kannst ja die Brücke einmal eins lassen hier, ne? Also dass die ein breit ist. Aber dann ist der Eingang hier in der Mauer halt zwei Blöcke, zwei Stämme breit. Und dann ist die Brücke halt genau in die Mitte packen. Quasi genau hier über meinen Kopf. Hm. Aber dass halt genau, aber genau dran halt, ne? Ja, dann, dass ich quasi das mit der Brücke connecten kann. Hm. Boah, das wird ein Projekt. Kannst du eigentlich, warte mal, kannst du einen Viertelstamm nehmen und den hier so quer machen? Wie quer? Gehen die auch quer, nur eine Viertel, oder ist das nur, dass die halt hoch Viertel gestapelt werden können? Können die auch quer gelegt werden? Quer machen, aber weil dann könnte man ja. Guck mal. Kannst du dir gleich den Rest denken? Guck mal von unten. Ja, so würde das aussehen. Ne, ich meine nur als Foundation so. Nee, kannst du nicht. Was ich mir überlege, ja, nur so als Konzept. Weil ich glaube, wenn die Wand vollkommen da ist und dann halt so eine 1x2 hohes Loch ist für diese Brücke, wo es dann durchgeht. Mhm. Ich glaube, cooler wäre es, wenn der Eingang einen Tick breiter wäre, nur so ein Tick, als die Brücke breit ist. Also so ein Viertel nach links und rechts mehr. Dafür müssten wir aber das alles nochmal neu umbauen, falls es überhaupt möglich ist, dass der Raster danach trotzdem greift, weißt du? Ich verstehe, dass du quasi, dass die Brücke jetzt nicht einen ganzen Baumstamm links und rechts davon abgeht, sondern nur ein Viertel oder die Hälfte. Ja. Ein kleiner. Ich glaube, das würde mit der oberen Konstruktion nicht funktionieren. Wir könnten maximal die Hälfte davon machen, aber dann würde das nicht, würde die Brücke nicht mit der Foundation snappen. Also ich weiß auf jeden Fall, das Ding hier, das würde dann nicht mehr funktionieren so. Klar, das müssten wir halt abreißen, das ist mir klar, weil das einfach sonst nicht funktioniert. So, wenn man halt, wenn ich jetzt hier nochmal das Ding hier wegmache, diesen einen Stamm, und sage, hier machen wir ein Viertel hin, dann einen ganzen Stamm und nochmal ein Viertel, dann ist das ja hier komplett aus dem Raster. Ich biete dir nicht eine Länge an, ich biete dir die Hälfte eines Stamms links und rechts jeweils ab. Das ist aber schon ein bisschen breit, oder finde ich es schon sehr breit, oder? Ist das aktuell hätten wir ja eine ganze Länge links und rechts, theoretisch. Da kann ich dir auf die Hälfte kürzen, weil wenn ich jetzt ein Viertel mache, habe ich im Endeffekt einen halben Baumstamm generell mehr drin. Mhm. Und das würde dann mit dem Raster nicht passen. Wenn ich ein Viertel mache. Nee, warte mal kurz. Ich glaube, du brauchst gar nichts am Raster machen. Du machst ja nur die Wand. Warte mal, wir können ja einfach nur die Wand anders machen. Dann passt das doch eh.
wenn wir alles so machen hier und dann machen wir halt nicht diese beiden hier, die eins breit und zwei hoch als Eingang, sondern wir machen auch die links und rechts erstmal so offen. Dann können wir hier links halbe Stämme nach oben machen und dann rechts halbe Stämme nach oben als Wand und dann ist es ja gegessen so. Dann haben wir ja quasi den breiteren Eingang schon. Ja, aber bedenke, wo ist jetzt der halbe Stamm, den ich hatte? Wo ist der halbe Stamm? Ach, das war der halbe Stamm. Ja, ist gut, ne? Bedenke, dass das so aussehen wird. Ach so, mittig meinst du? Hat der Snap nicht nach rechts? Der Snap da nicht nach rechts. Ah, so. Ich kann das mal ausprobieren. Nee, tut er nicht. Der backt die immer mittig. Ah, das ist ja shit. Das Einzige, was wir machen könnten. Warte mal. Das ist die Innovation. Pass mal auf. Innovation. Alter, die sind jetzt zu dritt hinter uns. Guck mal da. Die Gang. Boah, dodged. Ultrainstinkt, Waschbär. Kleiner Waschbär. Sowas würden wir machen können. Pass mal auf. Fuck, das geht nicht. Wir dürfen dann keinen Boden machen, weil dann könntest du den hier platzieren. So. Ja, das ist das Einzige, was ich noch anbiete. Es wird zwar nicht hundertprozentig, aber es ist. Ah, fuck, das geht doch runter. Nee, das ist shit, weil. Scheiße. Du musst die. Das ist halt falsche Höhe und du musst ja dann auch noch die nach da drauf stapeln, ne, dass es höher ist. Naja, das sieht nicht gut aus, glaube ich. Weil die ganze andere Wand ist halt quer und dann hast du da die Längsbalken. Das sieht, glaube ich, auch shit aus. Ja, das ist echt scheiße, dass das snappt halt in die Mitte. Das ist ein bisschen. Ja, das. Weißt du, das Bausystem ist mega gut, aber es gibt einem leider nicht so viel Freiheit, wie man es bräuchte, um richtig geile Sachen zu bauen. Das ist schon sehr. Ja, ein bisschen clunky so. Ich probier mal was aus. Oh, wenn du es jetzt cuttest. Das ist richtig matschig hier hochzukommen. Fuck, mein Greg ist ausgelaufen jetzt, ne? Scheiße. Oh nein. Der Greg. Das Einzige, was ich machen kann, ist, guck mal. Okay. Ja, aber das ist quasi jetzt ein ganzer Baumstamm. Ja, aber das ist jetzt diese Öffnung für eine Tür, ne? Genau. Damit könnte man. Mal gucken, wenn ich den jetzt abbauen möchte. LOL! Du hast Glitch. Schon zwei. Du hast schon zwei, oder? Ja, aber wo kommt die her? Ich hab das halbiert. Ja, Ich hab ein Viertel mehr rausbekommen. Jetzt hast du gedupt, Alter. Wirklich. Tja. Nee, ich glaube, dann ist das Einzige, was wir machen können, einmal zwei hoch, ne? Also ich würde hier tatsächlich noch mit einer schrägen hochgehen. Hm. Wenn wir die zwei breit lassen, dann wird die Brücke halt nicht andocken. Aber dann machen wir das aus der Mitte. Ich würde sie einbreit lassen, die Brücke. Guck dir mal diese Burner an, ey. Ja, so ein Idiot, Alter. Bist du ein Idiot? Ich glaube, da war das jetzt Daumen hoch macht. Daumen? Thumbs up? Ach. Naja, gut. Aber ich glaube, das ist, ja, Brücke, also genauso wie die Brücke gerade ist, so ist sie sehr gut. Ich würde sie so einfach lassen. Nur halt ein ranbauen, so snappt halt. Und, Ich werde die Brücke lassen. Ich glaube, die Brücke müssen wir komplett neu ziehen. Ja, die müssen wir komplett abreißen. Das ist halt nicht im Raster. Aber jetzt das so vom Design her würde ich die so lassen. Einfach ein breit und dann ein breit hier ran. Und dann der Eingang auch ein breit, aber zwei hoch freilassen, so nach vorne. Dass da keine Wand ist. Ein breit und zwei hoch? Ja, also dass du nach oben hin ein bisschen mehr Luft hast, um durchzugehen, weißt du? Ich hätte tatsächlich gesagt, ich mache zwei breit, weil dann kann ich da so einen smoothen Bogen nach oben machen. So ähnlich wie hier, guck mal. So wie unser Panorama. So ähnlich wie das, bloß halt weniger Baumstämme unten. Weißt du, wie ich meine? So ein Torbogen, bloß halt, ja, größer. Mhm. Verstehe, aber so, dann ist die Brücke halt auch zwei breit, ne? Ja. Mhm. Man könnte dort vielleicht dann so eine Art smoothen Übergang mit manuell Holz machen, quasi sowas hier. Und dann die anspitzen. Ja. Ah ja, das ist jetzt extrem schwer.
Oh, jetzt dockt der Kack hier nicht an, ne? Also vom Eingang her gefällt mir das mit zwei breit, glaube ich, sehr viel besser. Ja, meine ich ja, zwei breit. Ja, ich weiß halt nur nicht, wie das Brücke ist mit einer zwei breiten Brücke, ob das so gut aussieht. Ob das nicht overtuned ist für diesen kleinen Minibach. Weißt du, das ist halt wie so eine... Oder wir machen die Brücke halt einfach zwei Fick. Statt ein. Aber das meinst du ja, dass die Brücke dann zwei breit ist. Nee, eigentlich meine ich den Eingang. Also aktuell hatte ich gedacht, der Eingang... Ach, das kann ich dir sehr schlecht zeigen. Quasi hier da, wo ich stehe. Stell dir vor, ich bin ein Stück Holz. Ja. Hier ist Ende. So, das wird die Brücke. Bloß, das geht noch smooth nach oben, der Übergang. Aber man könnte ja auch vielleicht drei lassen, weil ich krieg diesen jetzt nicht mehr gesnappt hier nach unten. Also, müssen wir schauen, wie ich das mache. Okay, also, warte mal. Du meinst, der Eingang zwei breit, aber die Brücke bleibt ein breit. Das war dein Plan. Drei breit und die Brücke so. Zwei breit. Ja, das ist overtuned. Das ist too much, glaube ich, für das. Also so lookmäßig viel zu viel. Das, weißt du, so eine zwei breite Brücke. Das sagt einfach, Alter, du brauchst, das ist ein zwei Wege, da kommen Rechtsverkehr, Linksverkehr mit Kutschen und so, die alle in die Burg rein wollen, weißt du? Das ist für mich, das ist halt die, so eine kleine Brücke, die halt in den scheiß Wald führt, weißt du? Das ist halt keine Haupttransittor. Deswegen würde ich das nicht zwei breit lassen. Ich würde das ein breit lassen. Ach, scheiße. Also ich hätte gesagt, ein breite Brücke und zwei breiter Torbogen. Damit du diese schrägen hast, so wie beim Fenster oben. Da ist ja auch, oder nee, da sind drei breit. Nee, das sind zwei breit. Also wie beim Fenster, wie du sagtest halt. So da, so angeschrägt, das ist ja mit zwei Breiten. Mhm. Ja. Ich glaube, so wär's, glaube ich, aktuell am geilsten. So würde ich es überlegen. Was meinst du? Geht das? Ja, machen wir. Weil die Brücke muss ja dann irgendwie in die... No! Oh. Sei der Penner das gehackt. Ich brauche das nicht gehackt. Ich muss weil die Brücke muss ja irgendwie dann dazwischen kommen. Also hier zwischen diese... Quasi kannst du hier die mal abnehmen, die ersten drei, die mitten im Stamm stehen? Wie geht das nochmal? 10, ne? Ja. Nee, nach unten, weiter unten die abmachen. So. Quasi, ja, und noch den in der Mitte? Mach mir mal ab. Jo. So, ich will den nicht. Spiel, lass mich den hier andocken. Oh! Bam. Genau das. So, und jetzt brauche ich... du kannst mir platzieren, by the way, die Stufen. Du? Achso. Nee, ich mache jetzt sonst ein bisschen weiter Holz, weißt du? Aber das geht, dass du die Brücke... Die machst du wahrscheinlich dann außerhalb vom Grid, oder? Wenn die halt genau zwischen denen hier dann reinführen soll. Dann muss die ja außerhalb vom Grid sein und nicht angedockt, weil ansonsten wäre es... Ich mache gerade quasi die Foundation hier unten, ja, dass das alles auf einem Level ist, damit wir quasi... Ja, ich mache einfach zwei breit. Bloß ich brauche da vorne erstmal... Ich brauche eine solide Foundation. So ja, Eingang zwei breit auf jeden Fall. Nicht, dass wir jetzt ständig mal wieder von was anderem reden. Also Eingang zwei breit, jetzt, ne? Brücke ein breit, richtig? Ich war gerade beschäftigt nochmal. Eingang zwei breit, Brücke ja, ein breit. Ja. Gut. Solange das, dann ist alles gut. Aber die Brücke würde dann halt, würde die auf der einen rechten oder linken Seite reingehen oder in der Mitte von den zwei Blöcken? Mittig, würde ich sagen. Ja, und da ist halt meine Frage gewesen, die ganze Zeit über, geht das? Also, dass wir das halt dazwischen machen, weil das müsste ja wahrscheinlich außerhalb vom Raster sein und nicht direkt. Das wird außerhalb vom Raster sein. Okay, gut, dann haben wir es jetzt geklärt. Mein Gott, das war lange gedauert. Aber gut, genau das meinte ich halt nur die ganze Zeit. Ich könnte noch was ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und zwar, es gibt ja diese Methode. Warte mal. Und zwar, wenn du ganz kurz mit B dein Buch öffnest. Ja, B. Warte mal, ich muss das selber mal suchen. Modus wechseln, das Buch muss auf der rechten Hand sein. Mhm. Bei Foundations, quasi da, die braune Seite. Du gehst da so weiter nach rechts bis... Da sind die Steine, 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 Türsteine, noch mehr Steine, Treppe, Rampe, Eckrampe. Nach der Rampe kommt eine Eckrampe. Dass wir so... Ah, nee, doch nicht. Ich glaube, das ist insgesamt zwei breit, oder? Die Eckrampe. Ich dachte nämlich, das wäre irgendwie die Hälfte. Das sah so vom Look aus. Inwiefern die Eckrampe nutzen?
quasi als meine Idee wäre jetzt, stell dir vor, dein Eingang ist zwei breit. Ja. Dann könntest du die Eckrampe quasi invertieren, dass das quasi Richtung eine Brücke geht. Weißt du, wie ich meine? Quasi von den zwei Enden so spitz zulaufen lassen, Richtung eine Einserbrücke. Ja, ist halt Ich weiß so. nicht, ob das mit der Rampe funktionieren würde. Ja, aber es ist halt am Ende trotzdem, glaube ich, die Sache, dass die Brücke dann ja auf einer der Seiten, beiden Seiten ist und nicht in der Mitte. Ja, dann doch, wenn ich so drüber nachdenke, die müsste dann drei breit sein. Ach, Kacke. Ja, wenn sie drei breit ist, wird's halt aufgehen, ne? Weil du dann halt eine breite Brücke hast, drei in der links und rechts einen mehr frei und dann machst du halt links und rechts diese Eckrampe hin. Das würde halt voll Ja, aber passen. Ich weiß noch nicht, ob der das. Eingang dadurch zu groß ist, ne? Ja, du meinst ja, du willst den Eingang nicht so groß haben, deswegen. Ja, also ich glaube, ich kann eher damit Oh. leben, dass die Brücke ein breit ist, anstatt, also dass die Brücke kleiner ist, anstatt, dass der Eingang riesig ist. Ich glaube, das ist Weil da kann einfach. ich die Brücke auch snappen, das wäre ziemlich geil. Ich würde dann Ja. mal drei breit versuchen. Genau, dann machen wir Dreieck breiten Eingang, dann machen wir es lieber so. Dann sind wir, glaube ich, Ja, safer. okay. Dann musst du mal kurz herkommen und Kevin mal bitte mitnehmen. Ja, du, das Leben steht nicht nur aus Holzhacken. Ich will doch nur Holz hacken. Und Kräcksuppe schlürfen. Aber die Ah, Eingeborenen Mann. kommen gerade nicht mehr, leider. Ich brauche die. So, Weg. was mit Kevin? Warte, ich zeige dir sofort, was ich brauche. Ich packe nur gut das unnötige Holz weg. Zack, 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 zack. Und zwar die Steine. Wieso kann ich nicht aufstehen? Die Steine müssen hier weg. Diese hier. Ach so. Na, Mann. Ey, fuck. Zurück. Was habe ich ihm jetzt gesagt? Keine Ahnung, irgendwas habe ich ihm gesagt. Aber ich bin auch stumm. Ich habe nicht gehört, was ich Halt ihn gesagt habe. auf, halt ihn auf. Bleib stehen. Bevor da Folge mir. steht, reißt die Hütte nieder. Ja, reiß alles nieder. Ach so, ja, okay. You're the boss. Und zwar diese Steine müssen weg. Du könntest sie mal kurz alle entl. Oh, Eugene Ja, hat wir mich können doch gefressen. einfach so machen hier. Ach so. Ja, okay. Einfach. Ah, Junge, Quadra Kill, Alter. Tot. Junge, jetzt reicht's. Ich hab den Virginia ist Knochen tot. verloren. Junge! Was? Baustelle Feldspäne hier. Ich brauch einen Baumhelm. Oder Ein auch Baum. riesige Baum, Felsbrocken vom Alter, ich Himmel. Idiot. Hui. So, alles hier rüber. So, und dich. Ah, perfekt. Ist kaputt gegangen und ich habe leider nicht genug Platz für die ganzen Stöcke. Wie kaputt? Hast du nicht C gedrückt? Anscheinend schon, aber da macht er mir wohl die ganzen Stöcker wieder ins Inventar. Guck mal, Virginia pflückt was, siehst du's? Nee, Ah, ich scheiße, kannst glaube du nicht nicht. sehen. Muss man eben, also Ich Felsbrocken, ne? rache! Na, scheiße. Sind sie denn? Pfeillager, Digga, ich. Sprengstofflager, Waffenregal, Steinpfad, Stockpfad, Regenfeld. Digga, wo ist denn? Digga, bin ich jetzt dumm oder was? Bin ich vorbeigegangen? Stammlager, großes Stammlager. Da, Steinlager, mein Gott. Oh Gott, die ganzen Steine. Wir Ja, dürfen nicht zu viel Holz auf einem Haufen haben. Ich weiß nicht, wie viel Props, sage ich mal, möglich sind, bevor die anfangen zu despawnen, weil wir zu viele haben. Ah, Also mit okay. despawn meine ich, wenn du den nächsten baust, dann despawnt halt das, was du, ja, der letzte quasi Ja, aber wenn die im Lager haben sind, dann solltest. müsste es ja gehen, ne? Dann Ja, im Lager geht's. müssen die halt mal eingelagert werden hier. Aber mal. So, jetzt wollen wir eben hier die Steinlager bauen und dann sage ich Kevin, dass er die umschichten soll einfach, ne? Ja, ist ja noch nicht da. So, sind hier noch Stöcker liegen geblieben? Nö. Bam, bam, bam. Sonst pack ein paar Stöckchen in die Ablage. Ich Kann ich musste mir da gerade Schaden wieder sein? welche herholen, deswegen. So, drei breit. Finde ich So, nice. haben wir. Haben wir. So, Kevin. Du hast die tolle Aufgabe. Ah, hol bitte Felsbrocken und füll mir die Behälter, ja? Toll, ne? Ja, machst du auch, genau. Toll, ne? Dummer So, habe Idiot. ich irgendwo halbe? Nee. Egal, ich halbe hier einen einzigen. Puh, Mann, diese Viecher hier. Piss you! Mein Gott. Und bald beiß ich einfach so random zu. Oh shit, das ist die falsche. Ach, ich hasse Alter, das. dass man nur fucking 20 Stöcker oder so tragen kann und irgendein Gebäude braucht einfach so 30. Weißt du? Das nervt mich.